Wer gerne viel Musik hört, kommt kaum noch an Streamingdiensten vorbei. Die aktuellsten Hits und auch die meisten Klassiker sind dort verfügbar. User können aus Millionen von Titeln auswählen. Damit sich die Kunden zurechtfinden, geben die Dienste Empfehlungen, zum Beispiel den persönlichen Mix der Woche. Die meisten dieser Listen werden automatisch durch Algorithmen erstellt. Stefan Baumann vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz weiß, wie Empfehlungssysteme funktionieren. Er forscht seit mehr als 15 Jahren zu diesem Thema. Es gibt verschiedene Ansätze für automatisierte Empfehlungen. Einer davon ist die Inhaltsanalyse. Das Musikstück wird dabei in seine Einzelteile zerlegt. Das System versucht herauszufinden, was ist hier in einer einzelnen Spur drin. Bass, ja, dann sieht man hier wieder, wo da entsprechend eine Note gespielt wird und wo nicht. Und auf die Art und Weise wird automatisch die Struktur analysiert, was man für den inhaltsbasierten Ansatz dann verwenden kann, um ähnliche Stücke mit einem ähnlichen Basslauf zu finden. Ein weiterer Ansatz, kollaborative Empfehlungen. Der eigene Musikgeschmack wird mit dem anderer User verglichen. Für solche Berechnungen eignen sich Algorithmen. Doch das Ergebnis überzeugt nicht immer. Stefan Baumann setzt daher auf den Faktor Mensch. Dann können wir aufgrund dieser Flut von neuer guter Musik, die auf der ganzen Welt passiert, zunächst mal die Algorithmen und Maschinen verwenden, um so eine Vorauswahl zu machen. Am Ende fehlt ja aber dieser menschliche, ich kenne mich aus, ich kenne die zeitgeistigen Moden. Ja. Dieses Wissen ist einfach bei Menschen sehr präsent. Zum Beispiel bei Julia Nolte. Sie arbeitet als Playlist-Kuratorin und erstellt digitale Mixtapes für alle gängigen Plattformen. Damit erreicht sie hunderttausende User. In ihrer Arbeit sieht sie einen entscheidenden Vorteil. Wenn ein Song mal durchstartet, der ganz neu ist, dann können wir ihn sofort, können wir darauf reagieren und in unsere Playlisten ziehen. Oder wenn wir das Gefühl haben, hier ist ein toller Newcomer, den zum Beispiel so eine Maschine noch gar nicht kennt, dann können wir einfach den in unserer Playlist platzieren, auch da, wo er sehr gut sichtbar ist. Auch Videostreaming-Dienste finden immer mehr Zuspruch. Jeder fünfte Deutsche schaut so bereits Serien oder Filme. Auch hier sollen kollaborative Empfehlungen den Filmgeschmack der Nutzer treffen. Doch auch die Videoplattformen kommen ohne menschliche Mithilfe nicht aus. Regelmäßig stellen einige Streamingdienste Pilotfolgen für verschiedene Serien ins Netz. Produziert werden am Ende nur diejenigen, die gute Bewertungen der Nutzer bekommen. Auch Julia Nolte erhält immer wieder Tipps aus der Community. Für sie eine wichtige Inspirationsquelle. Denn den Algorithmen vertraut sie nur bedingt. Der Algorithmus macht mir als User ja auch Vorschläge. Du hast gestern den Song gehört, vielleicht gefällt dir auch das. Aber es trifft auch nicht immer ins Schwarze. Also das war vielleicht gestern nur eine Stimmung von mir. Ein Problem, an dem die Streamingdienste schon arbeiten. Bald soll auch berücksichtigt werden, in welcher Situation sich der User befindet. Also ich höre Musik beim Joggen, ich höre Musik, um eine Wohnzimmerparty zu schmeißen, ich höre Musik beim Autofahren. Ich mache ja ständig einen Wechsel zwischen Aufgaben, zwischen Lebensbereichen. Und ein großer Trend im Bereich der Empfehlungssysteme zurzeit ist, dass man diese Zeitdimension als neue Dimension mit dazu nimmt. Und die Hoffnung ist dann, bessere Empfehlungen liefern zu können, weil wir sie in den Kontext des Hörers optimieren können. Dafür brauchen die Streamingdienste aber mehr Daten und der User muss viel von sich preisgeben. Vielleicht sind die Playlisten da doch die bessere Alternative.